Kalt. Willkommen zurück, Kalt. Einer von euch heißt jetzt Kalt. So, willkommen zurück zu Borderlands 2. Es ist ein bisschen her. Und wir streamen an einem Freitag das Spiel. Und ja, das soll uns nicht hindern, hier weiterzugucken. Hier steht einfach mal Kalt in der Beschreibung von der Quest. Und bei Auf Englisch Blockier. ist das lustig, weil da steht chill und das könnte auch sein, ey, beruhig dich, Ja, bleib ruhig. stimmt. Und unten steht blockiert. Und da steht, Propaganda ist scheiße. Okay, das steht auch im Deutschen, ja. Was ist das denn für eine Beschreibung? Nicht entdeckt. Okay, wir haben auf jeden Fall Quests, die wir noch nicht gefunden haben. Aber wir haben die Hauptquest und das soll uns erstmal genügen. Rede mit Moxie, haben wir alles abgeschlossen. Wir sollen noch mit Claptrap reden. Du musst Handsome Jack finden und ausschalten, bevor er den Krieger erwecken kann. Teils um Pandora zu retten. Teils um Lilith zu retten. Und teils, weil er einfach totaler Arsch ist. Jack steckt in Heroes Pass, wo er Krieger begraben. Ne, steckt in Heroes Pass, wo der Krieger begraben liegt. Du brauchst Claptrap, um die dortigen Hyperion-Verteidigungsanlagen zu gelangen. Um zu habe ich gelesen, ne? Ne, um durch. Schwierigkeit trivial Ja, oder also banal. total egal. Okay, mit Claptrap reden, das ist wirklich banal. So, ich stream das mit Damals war die Waffe 30. auf Oh, dem Leg Spike, ups. Kopf. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Hey, Seite ich hüpf auf vertrauen. dich rauf. Geh weg. Das ist Oh, 700 Schaden, viel für eine Waffe hier. Plus 277 Burn. Doing, 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 doing. Das ist ja cool. Mein Dorf dann hier. Kann ich noch irgendwie. Okay. 700 ist in der Tat wenig. Lass mal Munition kaufen. Wie sieht es denn inventartechnisch aus? Nur, es geht ja noch. Ich glaube, das lasse ich mal so. So. Ich glaube, mein F steht für Final Destination hier. Warte mal, es gibt wieder was zu hören hier. Zeitung. Danke für die Kohle. Wir haben die neue Hä? Ausgabe von Achtung Eilmeldung. Da kommt nichts. Bei mir schon. Ich höre nichts. Und er hat kurz was gesagt und dann hat er aufgehört. Scheiße. Normalerweise, wenn man die Dinge einsammelt, kommt irgendwie ein Ton. Schade. Du wirst übrigens gesucht, ne? Ich auch. Ja. Für 99 Milliarden Billiarden und 99 Cent. Ah. Aber ich stehe nicht drauf. Ja doch, du bist doch Maya, oder nicht? Nein. Wieso nicht? Ich bin nicht Maya. Maya ist hier so ein, auch so ein Dingens. Bist du sicher? Ja, guck mich mal an. Ich bin doch nicht Maya. Ja, stimmt. Aber man kann auch die Frisur ändern, deswegen. Ja. So, an alle Zuschauer. Das war ein NPC. Ist auch viel Sehe zu ich wenig, aus ne? wie Maya? Ich bitte euch. Okay. Gut, sprechen wir mit Claptrap. Claptrap oder ne, Claptrap. Claptrap klingt aber auch cool. Warum ist Springen auf Leertaste? Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist normal, du mit deinem X, ey. Ja, vor allem, ich spiele auch gerade Bioshock 2 Remastered durch. Nochmal. Das ist auch auf X, oder? Ja. War ich hier oben schon mal? Was, wie bist du da auch gekommen? Also, weiß ich nicht, aber irgendwie lustig hier oben. Ja, sprinten und springen kann man ja auch noch. Ach so, da ist ein. Ich sehe aus wie eine Vogelscheuche, danke.
Das ist aber nett. So. Zeit, die Sache zu beenden, Untertan. Wir treffen uns in Iridium Blight. Oh, wow. Das war's. Schnell. Das ging schnell. Das hätten wir auch beim letzten Mal machen können. Das war wirklich banal, ja. Begib dich nach Iridium Blight. Bring es zu Ende. Bring es zu Ende. Das ist eine eigene Quest. Quest? Wo sind die überhaupt? Wirst du den Krieger aufhalten? Wo? Kann man das auf der Karte irgendwo anzeigen? Da. Nee. Iridium Blight. Wo du schon da bist. Zeit. 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 Weißt du das? Bei mir wollte sie Domo Arigato sagen. Ja. Sagt die Bayern. Ich mache alles, um ihn davon abzuhalten, den Krieger zu wecken. Selbst wenn du mich dazu töten musst. Lieber tot als eine alte Jungfer. Rick und ich treffen dich im Heroes Pass. Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Vielleicht schaffen wir es nicht, Slap. Was sind wir denn hier? Ich wusste, dass du weißt, dass ich eine Menge Spaß hatte. So, Karte. Da waren wir noch nicht. Interessant. Ah, ist da nicht dann hinter dem Tor dieses große Viech? Vermischen Action. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe die fast gekillt. Doch nicht, jetzt kommen sie. Da ist irgendwie was an mir zu mir hingeflogen. Er hat sogar Schaden verursacht. Das kann ja nicht wahr sein. So, jetzt sind alle weg, ne? Ja. Du, wir haben auch noch nicht eine ganze Menge erkannt, entdeckt hier. Da fehlt noch ein Großteil. Hi, willkommen. Ich muss Streamer begrüßen. Also Leute, die da zuschauen. Tür auf. Ach. Aber echt. So, wo ist der Große? Ach, hier kommt ja immer einer, ne? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich sehe nur kleine. Kriegen wahrscheinlich ein Level ab, bevor das zu Ende ist. Au! Ich hatte schon Level ab vor kurzem, also hier nicht. Ja gut, bei mir auch. Bin noch ganz am Anfang von Level 34. Ja. Ah nein, das ist ja noch diese Viecher. Boah, was für eine Soundkulisse ist das hier? Ich würde sagen, wir sollten mal weitergehen hier. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Nee. How do you like that pancake boy? Okay. Pfannkuchen, Junge. Nein.
Ah, hier waren wir, glaube ich, noch nie, ne? Spring doch. Diese Drohne ist ein bisschen nervig. Aber echt. Schieß sie doch einfach mal ab. Wie wär's? Hab ich doch. Ah, hier ist er ja. Warum ist Nachladen bei mir auf R? Was soll denn das? Ich darf doch nicht nachladen. Ich kann auch nicht nachladen. Ach so, bei dem anderen war leer. Okay. Mein Charakter hat eine Eigenschaft. Ich darf nämlich nicht nachladen. Jetzt gilt's, Untertan. Der Tag unserer Rache ist gekommen. Reißen wir diesem Planeten den Arsch auf. Ja! Hyperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora gesetzt zu haben. Untertan, ich werde diese Tür öffnen, damit ich diesen Bastard handsome Jack selbst erledigen kann. Hörst du mich, Jack? Du hast meine Freunde getötet. Du hast meine Modellreihe vernichtet. Ich bin der letzte existierende Claptrap und ich steht bei den Kadavern. Das sieht ziemlich gut aus. Oh. Die halten wirklich nicht viel aus. Das ist fast one-hitted, ne? Aber du, ich slack die auch die ganze Zeit. Ich muss noch ein bisschen Säure auf sie schießen und die gehen schon in die Knie. Bereite Leichenbeseitigung vor. Voreilig. Ja, wie kann das wagen? Ist doch noch nicht tot. Stell dir mal R2-D2 so vor. Zugriff verweigert. Was? Ich sagte und öffne dich und nicht und schließe ein paar andere Türen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Nein, nicht noch mehr Einheiten. Wir gehen mal zu weg. Es tut mir leid, hübsche weibliche Stimme. Wie kannst du da hinten... Warum gehst du nicht in Deckung? Ich hab mich durch meine eigene, Granate, glaube ich, gekriegt. Hier! Ich hab's geschafft! Ich fahre die Verteidigung runter! Und zwar... jetzt! Aktiviere zusätzliche Türverteidigung. Geschütze eingesetzt. Toll. Oh shit, Geschütze. Claptrap, du bist nutzlos. Oh, die halten gut aus. Oh, die haben Schild. Krieg man die weg? Einfach weiter drauf schießen. Ah je, yeah, die hauen richtig rein. Wow! Achtung, in der Mitte. Warum machen wir plötzlich so viel Schaden? Ich überbrücke die Türschlösser. Weil wir overlevelt sind. Medi. Wir sind überlevelt fürs Endgame hier. Echt, das konnte man schon mit Level 27 oder so machen? Oh shit. Shit.
Wow. Da fliegt wieder was. Das nervt. Verstärkung erschöpft. Mach dir nichts draus, Baby. Bist du das erste Mädel, dem das passiert? Geh wieder in Deckung. Wir haben's geschafft, Untertan. Cap dachte, er könnte uns mit einer Tür aufhalten. Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan. Gemeinsam werden wir Pandora befreien. Ich werde dich in die Schlacht führen. Ich werde Handsome Jack mit bloßen Händen töten. Ich wegstufen. Oh mein Gott. Der hatte noch einen zweiten Reifen, ne? Ohne mich weiterwachen. Mach deinem Gebeter alle Ehre. Keine Stufen konnten ihn hindern. Verdammt, Jack. Woher wusstest du, dass Treppen mein einziger Schwachpunkt sind? Außer Stromschlägen und Explosionen und Schusswaffen, Rostkorrosion, heftige Tritte, Viren, Beschimpfungen, Sturz aus großer Höhe, Ertrinken, Altersdiabetes, dumm angeguckt zu werden, Herzanfälle, Sauerstoffexplosion, Zurückweisung durch Frauen und Haustierallergien. Deine Brillanz wird nur noch durch deine Bosheit übertroffen. Ich werde mich dann mal tarnen. Man kann mich nicht weinen hören, wenn ich getarnt bin. Wahrscheinlich nicht. Ist ja auch nicht schlecht. Spürst du's, Kindsmörder? Der Schlüssel ist bald aufgeladen. Das Ende der Welt naht. Ja, links. Und überall Munitionskisten. Da oben auch übrigens. Ich glaube, wir müssen nichts kaufen. Nö, ja, wahrscheinlich nicht. Deswegen versucht er gerade hochzurennen. Was gar nicht so einfach ist. Stell dich mal, bleib mal stehen. Ja, ich bin runtergerutscht von dir. Bleib mal da stehen. Ich kann vielleicht rüber hopsen. Danke. Kommst du nicht hoch? Nee. Da ist ein Aal verwandt. Hier vielleicht? Was ist denn das da hinten? Ja. Ganz vergessen, wie weit man hier springen kann. Das ist wieder so ein Mini-Rätsel. Okay, wir müssen weitergehen, weil da sind die Kabel. Und wenn wir die Kabel verfolgen und dann ausschalten, dann bekommen wir Zugriff auf Patronen. Und links sind irgendwelche Gegner. Oh ja, die sehen mich schon an. Okay, das schreit geradezu nach meinem Scharfschützengewehr hier. Den habe ich erwischt. Ach, da hat er Granate geworfen.
Ach, da hat sich mein Schuss wegge... Schon wieder? Ha, erwischt. Zack. Da hat sich mein Schuss weggeduckt. Also, Mario, du lernst das immer noch nicht. Du rennst immer auf den Gegner zu. Das überlebst ja. Du meistens nicht. Muss ich auch nicht. Ich kann ja wieder aufstehen. Ich hab das schon mal anders gesehen. Da warst du down und tot. Weil ich weit weg war. Ja, diesmal war das ja kalkuliert, dass ich den Gegner halt umbringe. Das ist jetzt ja nicht das Problem. Gott, was hat mich jetzt gerade erwischt? So viel Leben. Was hat mich gerade erwischt? War der das? Nee. Schießt da irgendwer? Irgendwas hat nämlich mein Schild runtergedrückt. Oh, da kam plötzlich einer raus. Das war gemein. Och. Kann man aufhören, unsichtbar zu sein? Du, das hat mich gerade voll irritiert. Alter Schwede, der ist krass. Ja, nicht gegen Deathtrap, würde ich sagen. Gegen Headshots. Also, und Deathtrap hat ihn leider gekillt, bevor ich ihn killen konnte. Achso, du stirbst. Warte mal, ich hol dich. Nur keine Panik, okay? Du bist ein Badass. Nur keine Panik, okay? Du bist ein Badass. Ich hab so ein bisschen die Sprüche vermisst. Wir sollten Borderlands 3 weitermachen, wenn wir hier fertig sind. Also anfangen, nicht weitermachen. Ich glaube, da kommt gleich was. Pass mal auf. Stimmt. Ui, das sind Geschütze. Ui. Na, praktisch. Weg von meinem Zeug, verdammt! Oh Gott, schreit er wieder rum? Ist ja auch nicht schlecht, dass wir jetzt mal Unterstützung bekommen. Mist! Wir kommen nicht durch! Mordecai! Halt euch! Ich bin dran! Steht down with Jack. Mordecai ist in Position! Yep. Und meine Fäuste sind umgedreht! Gehen wir! Ich helfe dir auch aus der Entfernung. Wie kommen wir jetzt darüber? Alter, das macht man. Was springen die da? Erwischt. Teilweise zu weit weg. Wir müssen Druck machen, Sam! Nein, wir müssen die Folge gleich beenden, Sam! Tschüss, Sam!